Wie schafft Livo mit weniger Personal mehr Umsatz? Wie haben sie erfolgreich ins Ausland expandiert? Wieso haben sie in allen Ländern die gleichen Preise? Die Fragen und wie sie sich seit dem letzten Interview entwickelt haben, das beantwortet mir jetzt Tamara Haag von Livum im Interview. Los jetzt rein! Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen, ich bin der Michael Ostbaumer, E-Commerce und digital Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Tamara Haag von Livum. Und nicht vergessen, den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts zu bewerten. Merci und viel Spass. Salut Tamara und willkommen im Podcast-Interview. Hoi Michael, hallo. Ich freue mich sehr, zum da sein. Jetzt nach so langer Zeit klappt es endlich. Genau, wir haben ein paar Anläufe gebraucht. Wir sind ja sehr beschäftigt. Aber zuerst mal, wer ist Tamara Haag? Ich bin Gründerin von Livum und bin dafür zuständig, dass der Laden läuft, renne von Meetings zu Meetings und bin eigentlich überall mit drin. Darum auch so viel beschäftigt. Jetzt müssen wir natürlich eine Namensauflösung noch machen. Wir haben letzte Woche im Juni in der Episode 5 andere Haag bei uns gehabt. Genau, das ist mein Ehemann, der Sandro Haag. Der ist auch Mitgründer von Livum. Er ist aber zuständig für die ganze Marketingabteilung. Und jetzt für die, die Episode 5 noch nicht gehört haben, ich kann es sehr empfehlen, sehr spannend zu sein. Wer ist denn Livum? Livum, wir sind ein Möbelhändler im E-Commerce-Bereich und verkaufen modulare Sofas. Modular heisst, man kann es x-beliebig zusammenstellen, man kann Bezüge abnehmen, man kann sie waschen, man kann sie ergänzen, man kann sie kleiner machen. Es passt sich einfach komplett im Leben an. Jetzt haben wir ja im letzten Interview, hat das andere erzählt, die haben innerhalb von 3 Monaten 1 Million Umsatz gemacht. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Das sind doch ein paar Monate mehr vergangen. Wie hat sich der Umsatz in der Zwischenzeit entwickelt? Wie ist das weitergegangen? Also letztes Jahr haben wir ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Wir haben im 7-stelligen Bereich abgeschlossen. Dieses Jahr ist es etwa gleich geblieben. Ich würde sagen, wir haben jetzt aktuell Stand jetzt ein Wachstum von 30%. Wünschenswert wäre aber 200 gewesen, wäre auch realistisch gewesen. Uns hat jetzt einfach die ganze Wirtschaftslage mit der Inflation, mit dem Krieg, einfach einen Strich der Technik gemacht, wie praktisch allen anderen auch. Also sind eigentlich zufrieden mit der Entwicklung? Wir wären zufrieden, auch wenn wir zu unseren 200% gegangen wären. Aber ja, wir haben immer noch ein Wachstum von 30%. Das ist immer noch schön. Also eigentlich können wir zufrieden sein, wenn wir sagen. Wir haben aber natürlich viel mehr erwartet, weil wir einfach mittlerweile in 5 Länder expandiert haben. Und da dürfen wir auch mehr erwarten. Selbstverständlich. Ja. Jetzt hast du eben erwähnt, ihr verkauft Sofas. Also ist es nicht unbedingt gerade das Produkt, das man einfach einpackt und verschickt. Ja. Es ist doch ein bisschen grösser, es ist modular auch zum Herstellen. Wie müssen wir uns das Bestellvolumen vorstellen? Wie hat das sich entwickelt? Sind das viele Einzelteile? Verkauft ihr mehr grössere Möbel? Oder? Also es ist immer noch so, dass ich würde sagen, etwa 90% verkaufen wir wirklich komplette Sofas. Auch in einem Wachstum von eben dem Umsatz von 30%. Wir haben aber wirklich Leute, die von letztem Jahr gekauft haben, etwa 10% davon sind wieder kehrende Leute, die Zusatzelemente kaufen, die Bezüge nachkaufen und. Also das Modulare wird genutzt? Wirklich genutzt, ja. Effektiv. Auch schon jetzt diese Woche haben wir ein Mail bekommen von einer Kundin, die gesagt, hey, mein Partner und ich, wir haben uns getrennt, wir haben letztes Jahr ein Sofa voll gekauft, ich komme die Hälfte über, er kommt die Hälfte über und die Hälfte müsste ich jetzt so nachkaufen. Ah, so cool, so ja, cool. So tragisch wie es ist, aber ich habe es noch witzig gefunden, ja. Also das heisst, eure Sofas sind nur modular beim Stellen, beim Zusammenstellen, sagen wir mal, beim Initialen, sondern nachher kann man auch nachbestellen, das ist ausbaubar. Absolut, weil sie werden mit Klettverschluss angemacht. Von dem her ist man permanent flexibel. Aber wenn man sagt, man zieht irgendwie in ein größeres Haus und will im oberen Stock etwas haben und im unteren Stock ist da kein Problem, man nimmt den Klettverschluss weg, stellt sie so um, wie man es gerne hätte und tut den Klettverschluss wieder an. That's it. Jetzt die euch ein bisschen auf Social Media verfolgt haben gesehen, sind doch recht aktiv.
Ich habe auch noch eine Marketingagentur, das ist vielleicht ein bisschen der Hintergrund auch. Aber ihr probiert ja auch einiges aus. Und da nimmt mich natürlich jetzt Wunder, was habt ihr ausprobiert? Was sind so die Learnings oder die Highlights von euren Marketing-Experiment? Ja, wir haben tatsächlich schon mega viel ausprobiert. Wir haben auch versucht, eben, wenn du gerade das Thema sprichst, Social Media, haben wir auch zwei Leute eingestellt, ja, die das Ganze hätten sollen übernehmen, beziehungsweise sie haben es gemacht. Es war ein Projekt gewesen, das ist komplett schief gegangen. Also, wir haben auch viele Leute verloren. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und es hat geheißen, hey, wenn auch Social Media Leute einstellen, die nur das machen und selber auch Influencer sind, unter anderem quasi, dass das noch mega anläuft. Aber es hat eben, bei uns ist das komplett in die Hose. Jetzt machen wir es lieber wieder selber. Und das funktioniert jetzt. Also, wir sind stetig am Wachsen. Dort haben wir Learnings daraus gezogen, eben, dass nicht mehr ist. Also, wenn man mehr postet, hat man mehr Leute. Im Gegenteil. Das andere ist, wenn wir immer wieder halt am Testen sind, Werbenausgaben. Und, mehr Budget haben heisst nicht mehr Umsatz. Also, dort ist auch ganz klar, wir haben jenes Zeug versucht, mit den Einschränkungen, also quasi Zielgruppen einzuschränken oder verschiedene Kampagnen machen oder auch dort haben wir wirklich, wie wir eigentlich letztes Jahr schon gehabt haben, haben wir gemerkt, einfach ist einfach besser. Es muss nicht immer kompliziert sein. Es lange, wenn man eine Kampagne macht mit den verschiedenen Produkten und einfach, ja, wenn man einfach alles einfacher haltet. Es hast zwei spannende Punkte angeschnitten. Das erste ist ja, im Social Media ist in die Hose. Was ist so für dich ausschlaggebend gewesen? Sind es zu viele Leute gewesen? Haben da zu viel rausgehauen? Haben die Leute erdruckt mit der Post, mit dem Inhalt? Oder ist der falsche gewesen? Oder was ist so für dich der springende Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ui, das machen wir nicht mehr? Also, es ist so gewesen, dass wir haben ja unsere gewisse Produkte, die wir eben auf Social Media zeigen und ich finde die auch wichtig. Ich finde, modulare Sofas ist meine persönliche Meinung. Da kann man mega viel rausholen. Dann bringt man auch viele Ideen. Die sind dann aber nicht umgesetzt worden, wie man es gewünscht hat. Stattdessen hat man zum Beispiel Tulpen gepostet oder einfach, wo die Leute gefragt haben, ob wir Floristen geworden sind. Wie man plötzlich so viele Blumen hat angefangen zu posten. Ist ja mal eine schöne Idee, so zwischendurch. Aber man hat dann viel zu viel DIY-Geschichten gepostet und ist wie weg von unserem Hauptprodukt zu einem, ich weiss nicht, zu einem West Wing oder so geworden, wenn wir halt gar nicht sind, oder? Das hat halt gar nicht funktioniert. Also ein bisschen zusammengefasst, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Absolut, ja. Sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, nachher haben wir mit Werbespendings auch gespielt und verschiedenen Ansätzen. Ja. Was hat dort besonders gut funktioniert? Gibt es etwas, wo du sagst, das verfolgen wir jetzt weiter, das zieht jetzt noch weiter und bleiben dran? Ja, also eben wirklich das Ganze wieder vereinfachen. Wir haben eben am Anfang, wo wir gestartet sind, im 2020, dort Ende Dezember, haben wir ja auch alles über Bord geworfen, komplett neu gestartet und gesagt, okay, wir tun jetzt nur ein Sofa vermarkten in dem Sinn. Und so tun wir jetzt wirklich nur noch einzelne Produkte. Natürlich versuchen wir immer wieder neue Content zu erstellen, aber wir machen nicht mehr 700 Sachen gleichzeitig, weil wir gehören zu den Leuten, wir müssen alles gleichzeitig ausprobieren. Also wir müssen das Projekt starten und dieses und jenes und dort und überall und mehr ist mehr. Aber Quintessenz ist wirklich auch da ja gewesen, weniger ist mehr, da scheint zu funktionieren und jetzt versuchen wir mal, das so laufen zu lassen. Wir wissen ja, dass ihr ein lustiges Team sind und ihr probiert auch viel aus und ihr habt auch lustige Ideen und das haben wir dann am 1. April gesehen. Ihr seid ja gerade IKEA besuchen. Mhm. Erzähl mal, was ist dort genau gelaufen und wie hat vor allem die IKEA reagiert? Ja, das Ganze ist eigentlich ziemlich spontan entstanden. Also wirklich irgendwie zwei Tage vorher ist das eine Schnapsidee gewesen, sozusagen, vom Sandro und mir. Haben wir gefunden, komm, es wäre mega lustig, wenn wir mit einem von unseren Sofas in die IKEA spazieren. Das haben wir dann am nächsten Tag haben wir Team-Meeting einberufen und gesagt, wir gehen jetzt zu IKEA. Tönt jetzt so quasi, als hätten wir uns zusammengeschlossen und haben dann wirklich alles so oft beigestellt, dass wir wirklich mit dem Sofa in der Shopping-Arena auf St. Gallen sind. Dann haben wir überall in einem Wagen haben wir
ein Element rein tun. Also du siehst, es ist wunderbar zum Transportieren. Ja, sind hier durch die ganze Shopping-Arena ganz schön in Ikea reingelaufen, hat kein Mensch gemerkt. Es hat zwar Leute draussen gehabt, aber sie haben es irgendwie wie nicht, ja, irgendwie nicht realisiert. Und dann haben wir dort die Bilder gemacht und so. Und dann haben wir sogar zwei gehabt von unserem Team, wo die Frau dort angesprochen hat, hey, was kostet denn da das Sofa? Dann ist sie nachschauen und hat immer noch nicht geschnallt, dass das nicht von ihnen ist. Trotz dem Banner, wo wir hatten, von wegen Lieferung und Ikea. Und irgendwann ist es dann aufgefallen. Dann haben wir unser Zeug zusammengepackt, sind dann raus. Und erst, wo wir raus sind, haben sie dann gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Im Nachgang haben wir dann auch Mails bekommen und ein Schreiben bekommen, dass wir das unterlassen sollen. Wir haben dann auch den Post müssen löschen, beziehungsweise das Video müssen löschen. Aber wir würden es immer wieder machen. Es ist wirklich, es ist lustig gewesen. Das glaube ich, ja, sie haben sicher viel Spass gehabt. Ja, definitiv. Also sie sind uns wirklich nachher bis zur Tiefgarage gefolgt, um die Nummern aufzuschreiben, wer das wir sind und halt, ja. Aber hat nicht grosse Konsequenzen für uns gegeben. Aber die Kunden haben es hoffentlich amüsant gefunden und fleissig bestellt. Es ist mega spannend gewesen, wie viel gemeint haben, dass wir es wirklich gemacht haben und wie viel, also was wir nicht erwartet haben, ist, dass ganzen Haufen Kunden traurig waren, dass wir an IKEA quasi, dass wir uns mit IKEA zusammengeschlossen haben. Also, sie haben gesagt, nein, wir haben doch bei euch so verkauft, weil ihr so anders sind, oder? Nein, das könnt ihr nicht machen. Das ist wirklich, die Kommentare sind zum Teil herzzerreißend gewesen, so. Wir sollen uns lieber wieder trennen. Und ja, Zepp hat uns schon überrascht, muss ich sagen. Und spricht für uns. Ja, ich muss zugeben, ich am ersten Band auch denkt, so, wow, okay, IKEA hat gemerkt, dass man Sofas anders und schnell anderen kann verkaufen, modular, und hat da zugeschlagen. Also, so abwegig wäre es ja eigentlich nicht, oder? Ja, es wäre nicht abwegig gewesen, aber wir haben uns versprochen, dass wir so Zeug natürlich, also wer uns kennt, weiss, dass wir es nicht machen würden. Das hat wirklich viele Leute gegeben, die traurig darüber waren. Uns ist oft gratuliert worden, aber halt mit dem Nachgeschmack so, schade, haben wir das gemacht, und nachher sind es dann erleichtert gewesen, wo es dann, wo wir es dann aufgelöst haben. Sehr gut. Also wissen wir jetzt schon, am nächsten April, egal was kommt, ihr bleibt euch treu. Es ist eh nur ein Witz. Ja, ich würde behaupten schon, ja. Willst du zum Podcast jede Woche aktuelle News, Zahlen und Fakten rund um den Schweizer Onlinehandel? Dann abonniert den Capatia Newsletter auf blog.capatia.ch. Ihr habt relativ viel im Marketing investiert. Ihr habt ja auch Filialen aufgemacht. Aber der erste Verkaufskanal war euer Online-Shop gewesen. Und da nimmt mich Wunder, was habt ihr im Online-Shop verändert, ausgebaut, um den Wachstum zu unterstützen, fördern? Und was hat funktioniert und was weniger? Also, wir haben ganz klar gemerkt, dass wenn wir einen Showroom nehmen, zeröffnet, dass auch im Online-Shop den der Anstieg da ist, ganz klar. Wir haben halt wirklich ein Produkt, wo man grundsätzlich sagt, man kauft man nicht nur online, macht man ziemlich viel, aber gleich ist der Trust einfach da, wenn man noch stationär vorhanden ist. Wir haben jetzt zum Beispiel in Frankreich, das ist das beste Beispiel, das ich bringen kann, wo wir in Frankreich letztes Jahr eröffnet haben. Ab Dezember hat es nicht einen Haufen Bestellungen gegeben. Dann haben wir zwar Anfragen gehabt, aber die Leute sind immer noch unsicher gewesen. Wir haben dann da ja im Mai haben wir dann einen Showroom, einen eigenen, in Frankreich eröffnet. Und ab dem Moment sind Bestellungen aufgegangen, auch wenn nicht allein in Paris, wo wir den Standort quasi eröffnet haben, sondern auch in Frankreich selber, weil man hat gesehen, hey, den Laden gibt's wirklich, der Trust ist einfach da. Und darum haben wir gemerkt, dass die Standort für uns, es spielt weniger eine Rolle, wo genau das wir sind, aber es ist wichtig, dass wir auch in den Ländern wirklich vertreten sind, damit Bestellungen reinkommen. Und du nennst jetzt Showrooms selber, ja, betreiben? Also wir haben die Shop-in-Shops, so wie wir es eigentlich letztes Jahr hatten, die haben wir behalten, haben gewisse geschlossen, wo wir gemerkt haben, okay, die sind effektiv, das hat zu wenig Auswahl oder so, wo wir einfach nicht mehr reingebracht haben. Aber wir haben da ja effektiv eigene Showrooms eröffnet, also eben in Paris ist der eine, wir haben in Stuttgart einen eigenen Showroom,
Wir haben in Köln und dort sind auch angeschrieben wirklich mit Livum und wir haben dort unsere eigenen Angestellten und bauen das jetzt so aus. Weil man merkt einfach, wir haben zum Beispiel mit dem einen Shop-in-Shop die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert hat mit ihren Angestellten, weil sie einfach Werkstudenten hatten und jeden Tag war jemand anders drin gewesen. Und dort besteht natürlich die Schwierigkeit, wenn jemand das Produkt nicht kennt, bei so einem Produkt, wie wir es haben, wo erklärungsbedürftig ist, dass das einfach nicht kann funktionieren. Dann kommen die Leute wissen mehr Bescheid als die Leute, die dort arbeiten. Das ist auch ein Grund gewesen, wieso dass wir eben gewisse Shop-in-Shops haben müssen schliessen. Aber die Locations, die jetzt eröffnet haben, sind reine Showrooms. Das heisst, ich kann nichts mitnehmen, ich kann es anschauen, ich kann es ausprobieren. Ja. Aber die Bestellung läuft dann rein über den Online-Shop mit einer Lieferung zu mir heim. Ja, nach wie vor. Spannend. Ja. Und was sind so die nächsten Expansionsschritte? Also wir haben jetzt eben im September sind wir neu auch in Italien, in Mailand mit einem Showroom. Die nächste, die anstehen, ist Spanien, wo wir jetzt dran sind, und die nordischen Länder, die für uns interessant sind. Gibt es weitere Massnahmen, die ihr im Onlineshop gemacht habt, um auch die Internationalisierung zu unterstützen? Ja, viele technische Sachen, wo ich jetzt da gar nicht gross drauf eingehen kann. Wir haben vieles im Shop zusammengenommen, um das Ganze vereinfachen können. Auch mit dem Ticketsystem und so weiter. Es sind riesige Projekte, wo mega viel Know-how und wirklich, also, ja, gebraucht hat. Und die Jungs, die machen da wirklich super an. Und für den Kunden hat sich viel geändert, weil es sind ja, glaube ich, eher einfachen Ansatz gestartet, einfacher Shop, verständlich, simpel, weil Sofus, konfigurierst, bestell, fertig, ohne viel tausend Schnickschnack-Funktionen. Hat sich für den Kunden viel geändert oder sind wir der Linie treu geblieben? Ja, wir sind effektiv immer noch vieles am Vereinfachen nach wie vor, sind aber, wenn man es jetzt vergleicht zu letztes Jahr oder zu Anfangsjahr, sind wir viel hochwertiger, also das Ganze sieht hochwertiger aus, trotzdem einfach gehalten. Und das wichtigste Projekt, das dieses Jahr ist, ist der Konfigurator, damit die Kunden selber nach ihrem Bedürfnis Sofa zusammenstellen können. Weil jetzt ist, wenn du sagst, hey, ich finde das Sofa mega cool, aber ich bräuchte es grösser, und das ist unhäufig der Fall. Dann tun uns die Leute anschreiben, wir stellen sie ihnen zusammen und schicken den persönlichen Link. Ist für uns mehr Aufwand, ist für den Kunden mehr Aufwand. Vieles kannst du nicht visualisieren, man kann es sich nicht vorstellen. Und darum ist der grösste Faktor, oder das grösste Projekt, das dieses Jahr ansteht, ist der Konfigurator, dass wir den fertig bringen, dass die Leute dann selber das können zusammenstellen und direkt online kaufen. Wow, also das heisst, man geht eigentlich in eine Personalisierung rein? Ja. Mit mehr Möglichkeiten als vorher? Ja. Genau. Wow, okay. Wie einfach ist das umsetzbar gewesen mit eurem Hersteller? Der hat mit dem eigentlich nicht so viel zu tun, weil wir geben ja jetzt in dem Sinn auch die einzelnen, weil die Sofas werden ja wirklich nur den auf Bestellung produziert. Und jetzt, wenn wir auch von Kunden haben, die Sofas mixen oder die Farben mischen oder Materialien mischen, tun wir das eins zu eins unserem Hersteller geben und er tut das eins zu eins also produzieren. Also für ihn verändert sich nicht viel. Es verändert sich in dem Sinn für unseren Kunden, dass er das selber kann zusammenstellen kann und für uns, dass wir den Aufwand nicht mehr haben zum Hin- und Herschreiben mit dem Kunden und versuchen zu erklären, zu visualisieren. Wow, sehr spannend. Also da bin ich gespannt, wie der Konfigurator ausgeht und funktionieren wird. Ja. Viel Erfolg schon mal für den GoLive. Vielen Dank. Ja, der braucht schon länger, also der braucht jetzt schon viel länger Zeit, wie wir das geplant haben. Das ist schon tricky, aber da bringen wir schon noch hin. Ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, ihr seid bootstrapped, also ihr habt da keine grosser Investor im Hintergrund, wo ich einfach schnell einen Konfigurator spendiert, sondern ich tue das alles aus der eigenen Kasse finanzieren. Richtig. Ist nach wie vor so der Fall. Ich bin immer der Meinung, viele Schweizer müssen sich in der Schweiz nicht verstecken vom Ausland. Und der Schritt ins Ausland ist natürlich immer ein grosser Schritt und wir haben natürlich viele Diskussionen von Zoll über Logistik, über natürlich die Preise, die im Ausland zum Teil tiefer sind. Trotzdem gibt es viele Beispiele, die das erfolgreich machen, in den Nachbarländern, aber auch in Asien. Ihr habt jetzt den Schritt gewagt. Ihr seid relativ aktiv rausgegangen. Einerseits über den Online-Shop, haben wir vorher gehört, aber auch mit Showrooms. Sagst du mal, wieso habt ihr den Schritt gemacht?
Es ist eigentlich ganz einfach. Unser Produkt ist nicht ein Produkt, das nur in der Schweiz interessant ist oder wichtig ist, sondern es betrifft jeden in allen Ländern. Wir haben den Zeitgeist getroffen. Die Leute wollen etwas machen für die Umwelt. Man kauft sich ein Sofa, das einem eben das Leben lang begleitet, wo man nicht wegschmeißen muss, wirklich jetzt eben im Zeitalter, wo es einem wichtig ist, um etwas Gutes für die Umwelt zu machen. Und da ist jetzt ein Grund, wieso dass wir ganz klar gesagt haben, ja mal, was da funktioniert, funktioniert auch in anderen Ländern. Genau. Völlig einfach, ohne Problem. Ja. So war es eben nicht gewesen, aber wir gehören ja zu den Leuten, wir machen den mal und schauen dann nachher, wann wir aufräumen müssen. Ja, die eine Hürde war natürlich eben schon, um überhaupt zu eröffnen, das zu können, weil es einfach finanziellen Aufwand war. Dann haben wir müssen die rechtlichen Sachen abklären, buchhalterisch, eben Mehrwertsteuer und so weiter. Was eine grosse Hilfe war, ist letztes Jahr ist das OSS-Verfahren auftaucht, wo man quasi wählt ein Land, wo man die Ware anliefert und über das Verfahren kann man dann alle Länder abrechnen. Also sprich, wir tun jetzt in Deutschland für Frankreich, für Deutschland, für Österreich und für Italien abrechnen. Und das hat uns also mega in Karten gespielt, aber es ist halt auch etwas komplett Neues, also komplett Neues in dem Sinn, unser Steuerberater hat das vorher noch nie gemacht, hätte es nicht gegeben, da sieht es letztes Jahr in Kraft treten und man fängt einfach mal an. Auch dort war etwas, wo man etwas komplett Neues lernen musste, für uns aber super ist. Dann, ja, wir stellen mal Leute an, wer soll das machen, das war auch eine Hürde gewesen. Darum arbeiten wir, stand jetzt mit Agenturen zusammen, wo die Leute einstellen, das ganze Buchhalterische und die ganze Administration mit den Leuten machen und wir tun sie dann aber entsprechend schulen, dass sie natürlich wissen, was sie verkaufen. Was würdest du jetzt anderen Jobs empfehlen? Was sollte man beachten, wenn man den Schritt in Russland wagen will? Wo würdest du das nächste Mal anfangen, ansetzen? Ich würde es genau wieder so machen. Wir sind kein Team, das lang ansitzt und etwas bespricht. Weil meistens wird es eh anders. Es ist einfach so. Wir haben jetzt einfach angefangen und ich finde auch richtig so, zum einfach mal starten und nachher schauen, okay, was muss man wie machen. Ich finde das auch wichtig, um auch Erfahrungen können treffen. Klar läuft nicht immer alles glatt, aber es kann auch nicht glatt laufen. Also, auch wenn man alles 7-mal bespricht und ewige Wochen darüber diskutieren, kann es trotzdem sein, dass es genau gleich läuft oder noch schlechter läuft. Und somit, es wird einem ja immer geholfen. Es wird einem, ja, man muss sich die Informationen holen, aber wenn ich nicht weiss, welche Informationen dass ich brauche, vornherein, kann ich auch nicht viel planen. Und darum startet mir meistens und schaut nachher, okay, woran hapert es und was müssen wir das nächste Mal, müssen wir besser machen oder so. Aber was für uns funktioniert oder nicht funktioniert, kann wieder bei einem anderen ganz anders sein. Ein Argument, das ich oft höre, wieso Firmen nicht ins Ausland gehen, ist natürlich der Preis, oder? Wie macht ihr das? Habt ihr das genau den gleichen Preis für so von der Schweiz wie in Deutschland? Oder passt ihr das an? Und wie transparent sind ihr da gegenüber den Kunden? Also, wir haben tatsächlich am Anfang sind wir in der Schweiz teurer gewesen, wo der Kurs auch einfach anders gewesen ist. Wir haben das aber da ja angepasst und jetzt ist der Preis 1:1. Also, es ist, du zahlst für ein Sofa 2600 Euro oder 2600 Franken. Also, ja. In allen Ländern? In allen Ländern. Okay, und wie sind da konkurrenzfähig zu zum Beispiel Home24? Die haben natürlich ganz andere Produkte. Die haben auch eine riesen Range, würde ich sagen, vom Preis her. Das ist wie wenn du jetzt bei uns in der Schweiz würdest Conforama mit uns vergleichen. Das ist einfach nicht vergleichbar. Das haben wir ja gesehen. Die ist schwierig jetzt. Also eben, ja. Also sind ihr mit euren Produkten und dem Pricing in eurer Liga eigentlich konkurrenzfähig im Ausland? Ja, ich würde sagen schon. Dann sind in der Schweiz dafür eher preiswert in eurer Liga? Wir sind vergleichbar jetzt mit einem Gaza oder mit einem Livig. Ein Möbelpfister ist gerade 3-4-mal teurer. Das haben wir auch oft von unseren Kunden gehört. Ja, in Deutschland... es ist schon teuer. Also für die Deutschen ist es definitiv teurer wie jetzt für einen Schweizer. Das macht schon Sinn. Aber ich würde trotzdem sagen,
dass wir auch dort konkurrenzfähig sind und vor allem auch, hast du für den Preis Qualität, hast du eben die kostenlose Lieferung und Montage und da wird einfach von den Leuten extrem geschätzt, wie auch hier in der Schweiz. Weil oft gehst du auch immer zu einem Möbelpfister oder so, wo du gleich musst zahlen bis zur Bordsteinkante oder eben bis es daheim ist und wenn es noch aufgebaut haben willst, zahlst du auch wieder einen Haufen Geld. Und liefern die eigentlich ab Fabrik direkt zum Kunden, ist es richtig? Immer noch so? Ja. Also es kommt Lastwagen, also wir bestellen, machen die Bestellungen wöchentlich und dann kommt der Lastwagen ins jeweilige Land und von dort aus geht es dann direkt zum Kunden. Du hast vorhin erwähnt, dass Nachhaltigkeit euch in Karte gespielt hat. Wie nehmt ihr das so aktuell wahr? Das ist ein Thema, das immer mehr aufkommt, vor allem im Bereich von E-Commerce. Absolut. Also wir arbeiten nach wie vor dran. Wir sind mit unserem Hersteller am Schauen, dass wir weniger Plastik haben. Also wir sind nicht 100% nachhaltig. Ich glaube, das kann auch niemand von sich behaupten. Also kein Unternehmen. Kann man aktuell immer noch nicht sein. Eben wir schauen, dass wir statt Plastik Karton verwenden können, dass wir wirklich so viel wie möglich ja, in die Richtung arbeiten. Und es ist einfach immer eine riesige Prozedur und auch halt oft mit Kosten verbunden. Oder wenn man das nimmt statt das. Die Leute wollen es dann nicht zahlen, wenn sie recherchieren. Und es ist eben auch schwierig, um da einen Weg zu finden. Aber wir arbeiten daran, dass wir zusammen mit dem Hersteller nachhaltiger arbeiten können. Aber nutzt ihr das auch in der Kommunikation gegenüber den Kunden, dass ihr nachhaltig sind? Ich würde behaupten schon. Also, die Leute schreiben uns auch häufig, hey, wir finden euch mega cool, weil ihr nachhaltig seid. Ich meine, Nachhaltigkeit ist, viele Preise bei Nachhaltigkeit da, aber weißt, Nachhaltigkeit ist ein riesen Thema, es ist ein riesen Wort. Für mich ist jetzt einfach die ganze Nachhaltigkeit zum einen eben, die ganzen Materialien, die kurzen Transportwege, die man nutzen könnte und so weiter. Zum anderen auch, dass ich sage, ich kaufe ein Sofa, wo ich 10, 20 Jahre habe, für den Preis. Und nicht eins, wo ich, oh, jetzt habe ich einen Fleck, jetzt muss ich ein neues Sofa kaufen. Oh, jetzt ziehe ich um nach 2 Jahren, jetzt muss ich ein neues Sofa kaufen, weil es mir nicht mehr reinpasst. Jetzt habe ich ein grosses Haus und habe mehr Platz, jetzt muss ich nochmal ein neues Sofa kaufen. Es ist, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, das ist einfach so. Das Sofa ist ein Produkt, das man leider schweren Herzens oft wegwerfen muss, weil sich die Lebensumstände ändern. In dem entgehst du in dem Sinne, wenn du ein Sofa von uns kaufst. Guter Punkt. Jetzt hast du viel erzählt, was ihr alles gemacht habt, was ihr alles gestemmt habt, wie ihr ins Ausland sind. Das muss ja auch irgendjemand machen. Und ich glaube, du und Sandro sind sehr umtriebig, aber ihr habt ja noch ein paar Leute im Hintergrund. Wie hat sich denn das Team entwickelt? Also wir sind mehr Leute gewesen Anfangsjahr. Jetzt sind wir 3 Leute weniger. Also wir sind nicht gewachsen. Wir sind in dem Sinn ja, vom Stellenprozent her geschrumpft. Und dürfen trotzdem nach wie vor wachsen. Also ich finde, das ist etwas, da kann sich jedes Unternehmen nur wünschen, um weniger Leute zu haben und trotzdem ja, dürfen wachsen. Genau. Wie viele Leute sind denn aktuell bei Livum? 7. Offiziell 7, jetzt allein in der Schweiz, ohne all die Mitarbeiter im Ausland. Dadurch, dass wir sie nicht von uns quasi eingestellt haben, sondern über die Agentur. Ah, ihr macht das über eine Agentur im jeweiligen Land? Ja, genau. Und wie viele Leute haben da pro Showroom? Das ist ganz unterschiedlich. In Frankreich haben wir 3 bis 4 Leute, die sich gegenseitig ersetzen, falls jemand krank ist oder fixe Tage oder einfach Teilzeitleute. Dann haben wir in Österreich auch so viele Leute. In Deutschland haben wir natürlich auch, dass wir mehr Standort haben. Ich kann da keine genaue Zahl nennen, weil es einfach auch dort immer wieder Wechsel gibt oder eben man muss wie ein Backup haben, falls jemand krank ist, jemand anders im Showroom steht. Genau. Und die 7 Leute, jetzt im Hauptsitz sozusagen, wie haben ihr da die Aufteilung, Marketing, Technik oder was haben ihr für Rollen? Ja, das eine ist die Buchhaltung, die wir haben, die haben wir neu eingestellt dieses Jahr. Dort bin ich auch stark mit drin in dem ganzen Thema Finanzen, eben mit dem ganzen OSS-Verfahren, Mehrwertsteuer in den einzelnen Ländern. Das ist halt schon, ich meine, wenn man einen Umsatz darf machen im Millionenbereich, ist es einfach, und in so vielen Ländern ist es einfach mega aufwendig.
Dann haben wir jemanden, der für die ganze Logistik und Spedition zuständig ist, dass die Ware wirklich beim Kunden ankommt, dass Bestellungen gemacht werden. Wir haben im Kundensupport jemanden, der Mails beantwortet, Probesitze macht, telefoniert, das ganze Zeug. Wir haben den Sandro, der das ganze Marketing bei uns macht, alles, was Webseiten und Werbung und so anbelangt. Wir haben nochmal jemand, der für die Expansion zuständig ist, also zum neuen Standort finden, zum Standort eröffnen, zum sich das vorher anschauen, was ist die optimale Lage und so weiter. Genau, und dann haben wir noch jemanden im Showroom in Zürich, wo eben auch das ganze, die ganze Kundenzufriedenheit für da zuständig ist. Wichtiger Punkt, das haben wir ja gar nicht erwähnt. Ihr habt ja in der Schweiz einen Showroom. Wie viele haben da aktuell einen? Gibt es schon mehr, die geplant sind? Wir haben den in Zürich, wo wir seit letztem Jahr im April haben. Und wir haben einen in Fribourg. Und der hat aber, ist ein Shop-in-Shop gewesen, also keine von uns, sondern wirklich ein Shop-in-Shop, hat nicht funktioniert. Den haben wir dann auch wieder geschlossen jetzt im Sommer und jetzt kommen die Leute wieder auf Zürich. Wir merken einfach auch, wenn die Leidenschaft für das Produkt wie nicht da ist oder wenn man es nicht richtig erklärt, dann ist auch, dann haben wir zwar wohl die Leute dort, wissen aber nicht, wie es funktioniert. Die sehen einfach ein Sofa und wenn man unsere Sofas halt anschaut, denkt man, okay, es ist einfach ein Sofa wie jedes andere. Und darum bleiben wir einfach dem treu, dass man den Leuten wirklich, dass man sich Zeit nimmt für jeden Kunden, um das zu erklären und merken wieder, hey, Bestellungen gehen auch vom Welschen wieder rauf, weil sie einfach gut beraten werden. Ich wollte eine Frage, wie trackt ihr den Erfolg von einem Showroom? Ja, also jetzt zum Beispiel in Fribourg haben die auch eine Liste machen, da haben wir aber ja alle unsere Showrooms, beziehungsweise für Zürich und für Amriswil haben wir ein Buchungssystem. Die Leute buchen einen Termin buchen und dort haben wir die Namen davon. Und jetzt die anderen Showrooms müssen dann wirklich von den Kunden die Namen aufnehmen. So, hey, und dann sehen wir überhaupt, wie viele Leute sind im Showroom. Ich meine, sonst ist es auch schwierig für uns zu sagen, ob ein Showroom funktioniert oder nicht, anhand der Bestellungen. Und so arbeiten wir aktuell. Und dann vergleicht einfach die Anzahl Bestellungen in der Region, wie sich die entwickeln. Ja. Sehr spannend. Da sieht man halt wirklich einen stetigen Anstieg. Also kaum haben wir Köln wieder eröffnet, ist dort wieder sind Bestellungen rundum um eine gewisse der Region einfach aufgegangen. Ja, oder? Genau. In dem Umkreis dann ist, merkt man einfach plötzlich wieder einen Peak und da bestätigt dann uns schon, dass der Showroom dann funktioniert. Also ihr seid ein gutes Beispiel, dass offline sehr stark online unterstützen kann, auch wenn du keinen direkten Umsatz im Laden machst, sondern die Leute nachher online bestellen. Also das Gegenteil vom Ropo-Effekt. Ja, absolut. Und was ist jetzt noch für das 22 oder vielleicht schon für das 23 geplant? Gibt es irgendwelche Highlights, expandiert in den USA oder auf Island? Oder? Eben, es sind wirklich Spanien ist das nächste, wo wir angehen wollen und die nordischen Länder. Das ist uns sehr wichtig. Der Konfigurator, eben auf den warten wir wirklich sehnlichst. Da hoffen wir, dass wir da ja wirklich können, mit dem Live gehen. Das andere, wo wir noch dran sind, ist im ganzen Influencer-Marketing. Dort sind wir ja aktuell ja noch fast gar nicht unterwegs. Haben aber gemerkt, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist. Haben mich aber dafür entschieden, zum wirklich ein paar wenige erlesene aus der Interiorbranche zu nehmen und wirklich die Leute habe ich selber angeschrieben, habe gesagt, hey, du wirst zu uns passen, jetzt starten wir dort das Projekt, das fängt jetzt im Herbst an, so langsam, und schauen uns da an. Da bin ich mega gespannt, wie sich denn dort das Ganze entwickelt mit dem Influencer-Marketing. Zum Abschluss drei Fragen an dich. Welches ist dein Lieblingssofa? Das ist das, was ich selber konfiguriert habe, Sofa Tamara. Wo bei uns die Heim steht, weil es einfach wahnsinnig breit ist. Man kann sich drehen und wenden, wie man möchte. Man liegt immer auf dem Sofa. Welches wäre dein nächstes Wunschland, wo du jetzt unbedingt mal einen Showroom aufmachen? Also ich würde wirklich tatsächlich gerne in die USA expandieren, um einfach auch dort hingehen und dort so einen riesen Showroom eröffnen. Und ich denke, der Wunsch wird sicher auch wahr, aber wird wahrscheinlich noch ein Zeitchen brauchen. Wenn du eine Produktkategorie zum Sofa neu könntest dazu nehmen, was wäre dein Wunsch? Da haben wir eigentlich schon, sind Teppich. Ich liebe flauschige Teppiche und da haben wir im Sortiment auch aufgenommen.
Also sprich, wegen dir haben das aufgenommen? Ja. Ja. Sehr gut. Tamara, merci vielmals für deine Zeit, für deine ganzen Insights. Ihr seid ja sehr transparent, was ihr macht. Ihr erzählt auch sehr viel darüber, kommuniziert. Das finde ich extrem cool. Ihr seid auch ein mega spannender Case, wo auch zeigt, dass Stationen online unterstützen kann. Wo aber auch zeigt, dass man vor dem Ausland keine Angst muss haben. Ich finde es auch spannend, wie eure Preispolitik, wie ihr da die Märkte aufmischt, wie ihr erfolgreich sind, aber auch wie ihr die Nachhaltigkeit vermittelt. Du hast es erwähnt. Man muss es erklären, man muss es auch den Leuten näher bringen. Manchmal vielleicht auch stationär, zum Vertrauen wecken. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg und wieso nicht nächstes Jahr das nächste Interview und mal schauen, wo ihr dann schon steht. Vielleicht treffen wir uns in den USA in eurem Showroom. Sehr, sehr gerne. Also sobald es soweit ist, bin ich offen dafür. Aber ja, danke dir vielmals auch für, ja, für das einfache, unkomplizierte Interview. Ist cool gewesen. Dankeschön. Willst du keine weitere Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dir der Podcast gefallen? Dann kannst du ihn auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.